So sieht unsere noch entzückende Insel aus. Wir haben ja mittlerweile die 4. Bevölkerungsstufe hier auf unserer Hauptinsel. Und das bedeutet, wir können jetzt für Dreck sorgen. Die idyllischen Zeiten sind vorbei. Wir werden Öl gewinnen. Wir werden mit großen Ölbohrtürmen diese liebliche Idylle, dieses wunderhübsche Naturbild vernichten. Ein Vernichten wäre übertrieben. Wir wollen es beflecken. Wir wollen Ölflecken und Ölbohrtürme hier auf die Landschaft drauf setzen und pinseln. Wie? Schauen wir uns der Reihe nach an. Ich gehe mal wieder raus und schaut euch mal bitte an, was wir jetzt machen können. Wir haben jetzt mal im Ernst. Wir haben in der Mitte hier Meere, Ende des letzten Mals. Das ist wieder der Beginn einer kleinen Aufnahmestaffel und eines neuen Livestreams. Ihr wisst ja, jeden Samstag 15 bis 23 Uhr der Anno Samstag mit WB. Und hier in Bullseye haben wir diese beiden ersten Orte für Ingenieure. Und damit haben wir das hier freigeschaltet. Oh, wir müssen uns erstmal um die Geleitschutzaufgabe kümmern, ne? Die ist hier. Unfallverhütung. Aber ich glaube, da sind auch schon Schiffchen unterwegs, die dorthin fahren. Nee, ich glaube doch nicht. Hier müssen wir hin. Das ist am Rand, nicht allzu weit weg von uns, weil das sind alle Schiffe und das hier sind Handelsrouten. Das heißt, da müssen wir Leute manuell hinschicken. Was haben wir denn alles? Wir haben Clipper, Fregatte, eine Fregatte. Es kann aber sein, dass wir mehrere Schiffe von der neuen Welt aus rüber geschickt haben und dass die jetzt gerade hier ankommen. Ja, die kommen ja alle an. Da kommt eine Fregatte, fährt rüber. Wir können natürlich auch sagen, wir fahren so schon mal los. Haben wir wirklich nur eine Fregatte rübergeschickt? Mal gucken, wie viele wir hier noch haben. Wir haben gesagt, eine reicht. Die anderen haben wir alle hier gelassen. Ja, also für auf eine warten. Oh, die ist bald da. Dann warten wir noch den kleinen Moment ab. Die Geleitschutzaufgabe dauert ja noch stolze 22 Minuten. Wir können ja in die Nähe schon mal fahren. Das heißt, wir schicken eine Fregatte, die Trinidad. Können wir schon mal in die Nähe schicken. Die kommt dann aus der Richtung. Das heißt, hier können wir die hinschicken. Aus der Richtung kommt sie hier hin, bitte. Und dann haben wir noch den kühnen Kobold. Den Wildfang. Und das reicht. Drei Fregatten. Wir können auch Kiba sogar mitschicken. Captain Kiba, wie geht's dir? Captain Kiba? Captain ja. Kiba, bitte. Ach, da bist du ja. Captain Kiba, ich habe ausnahmsweise mal keine Expeditionsaufgabe für dich, sondern eine, wo du auf fremde Menschen und Schiffe schießen musst. Bist du auch dafür bereit, für mich und für unsere Mörderin zu werden? Natürlich, schick mich mit. Okay, alles klar. Ohne lang zu fackeln. Captain Kiba ist auch unterwegs. Sehr schön. So, jetzt aber zurück zu der Ölgeschichte. Das ist bekanntlich hier vorne. Wir gehen hin nach Bullseye und machen Folgendes. Zuerst brauchen wir natürlich noch mehr Ingenieure. Denn das hier sind die Materialien, Verbrauchsgüter, Momentstadt, Dampfmaschinen, Materialien. Wo ist denn Öl? Ist nicht beim Material. Ist Öl hier? Nein. Bei den Verbrauchsgütern? Hafen, beim Hafen natürlich, weil das ja am Schluss beim Hafen landet. Das ist die Quarzgrube, Pendlerkai, das ist der kleine Ölhafen. Und für den brauchen wir 15 Stahlbeton. Wir müssen erstmal Stahlbeton fertigen, das ist das Neue. Erstmal reichlich Stahlbeton. Dann können wir auch hier, nachdem der Hafen steht, reingehen in die anderen Geschichtchen. Sehe ich gerade was? Können wir das mit dem Öl erst machen? Wir haben es, wenn wir den Ölhafen. Nee, hier ist das Öllager. Öllager, Ölhafen. Wo ist die normale Ölgewinnung? Ich finde sie gerade nicht. Wo ist die aus. Wo ist die? Die müssen wir doch jetzt schon bauen können. Oder werfe ich was durcheinander? Kiba. Ist die nicht vorne dran bei dem Kraftwerk, dass das so. Bei dem Kraftwerk beim Hafen? Bitte? Beim Kraftwerk, bei der Stadt, gucken wir, ob das da vorne kommt dann als Baustufe.
Ach ja, natürlich, da ist es Elektrizität. Das heißt, teilweise ist es im Hafen und teilweise in der Stadt. Und da ist die Ölraffinerie. Aber auch dafür brauchen wir Stahlbeton. Der erste Schritt ist auf jeden Fall Stahlbeton. Dafür brauchen wir einen Betonwerk mit 75 Ingenieuren. Wir haben 160. Hochofen läuft. Zementmine können wir auch schaffen. Ich finde, wir können schon mal eins setzen und schon mal mit der Produktion beginnen. Das können wir machen. Und danach sollten wir aber gucken, dass wir auf jeden Fall noch mehr Ingenieure bekommen. Und das setze ich mal hier hin. Wie viele Hochöfen haben wir? Mal gucken, ob das hier reicht. Wir setzen das mal hier in die Nähe von unserem anderen Hauptindustriegebiet hin. Wir haben hier ein Lagerhaus, wir haben dort ein Lagerhaus. Ich glaube, wir können schon mal beginnen. Passt das hier in die Mitte? Nicht ganz. Können wir andere Sachen umsetzen? Andere, die... Ja, wir könnten... Was ist das hier? Das ist eine Glashütte. Passt das? Nee, das ist eins zu groß dafür. Wir können es an den Rand setzen. Was ist das hier? Das ist die Kanonengießerei. Brauchen wir die überhaupt? Kanonen haben wir ziemlich viele. Die können wir schon mal aussetzen. Dann setzen wir die hier oben hin. Dann haben wir hier auch etwas mehr Platz. Das ist eine gute Idee. Hier kommt die Kanonengießerei hin. Dann setzen wir das Betonwerk hier hin. Da hat es auch besser Platz. Und hier ist es zwar auch... Ach, hier hätten wir es auch hinstellen können. Hier ist auch... Ist egal, jetzt haben wir es hier. Dann haben wir es hier rüber. Und so. Alles gut. Was wir auch machen können, wir können einfach alle... Ach, ich habe die Zeitung vergessen, wie peinlich. Was haben wir bekommen? Ist nicht gut, aber keine Katastrophe. Wir können auch die einfach eins nach rechts ziehen und hier das so machen, dass wir nachher nicht so puzzeln müssen. Wir ziehen das hier hin. Und wir machen für alle ein bisschen mehr Platz, dann geht das auch. Wir setzen hier die Straße hin. Reißen das hier ab. Und dann können wir nämlich, wenn wir wollen, hier ganz anders puzzeln nachher. Hier, damit das Lagerhaus von allen Seiten aus gut erreichbar ist. Hier nur ein kleines Stückchen Weg hin. Und das sollte eigentlich passen. Jetzt haben wir also hier das Betonwerk hin. Das braucht Zement. Und jetzt wieder brauchen wir eine Zementmine. Schauen wir mal, ob wir vor Ort überhaupt eine haben. Wir haben keine. Das heißt, wir brauchen eine andere Stadt, die uns Zement hierhin bringt. Guck mal, wir erstmal nach der Geleitschutz... Oh, die Insel wurde erobert. In der neuen Welt von George Smith. Aber keine von uns natürlich, das hätten wir mitbekommen. Wir gehen mal in der alten Welt schauen, wo wir eine Zementinsel haben. Naheliegend, wir hatten ja das Drecksloch. Das war hier oben, aber ein gutes Stück weg. Und hier ist ein Zementvorkommen, das könnten wir schon mal nutzen. Hier haben wir auch ein Zementvorkommen auf Le Grand Ciel. Das ist ja ein bisschen, da wird der Weg kürzer. Lass uns die nutzen, das geht am schnellsten. Und dafür, und das Zementvorkommen ist hier. Dann machen wir das. Hier ist ein Lagerhaus schon mal in der Nähe. Das sollte auch reichen. Das heißt, wir bauen... eins hier hin. Dann setzen wir die passende Mine. Hier drauf. Dafür brauchen wir aber, ihr seht es, Fenster. Die müssen wir erstmal dorthin bringen. Das heißt, wir schnappen uns eines unserer Schiffchen. Wir gucken uns aber vorher nochmal die Aufgabe an, die wir haben. Mit dem Geleitschutz. Sind die Schiffe in der Nähe mittlerweile, ja? Die nehmen wir und denen sagen wir Geleitschutz.
Das ist ein Endlosspiel, lieber Heimdall. Wir haben noch ein Schiffchen, das ist die Rückenwind. Der soll man zusätzlich hier bitte eskortieren. Die ist von der neuen Welt gekommen. Ein bisschen knapp, könnte aber klappen. Wir haben uns ein bisschen verbummelt, weil wir uns aufs Bauen konzentriert haben. Jetzt hängt viel von der Windrichtung ab und die ist gegen uns. Weil er fährt jetzt ganz langsam gegen den Wind irgendwo hin, wir wissen nicht wohin. Deshalb hoffen wir mal sehr, dass hier kein Drama passiert. Aber es liegt nicht nur an uns. Der ist einfach im Schneckentempo unterwegs, der Kollege. Das kann man nicht beeinflussen. So, wieder zur Hauptinsel. Und wir nehmen uns einen der Clipper, die hier sind. Die Horizont zum Beispiel. Und beladen sie mit Baumaterialien, mit Fenstern. Wir nehmen mal gleich 20 mit, denn hier war eine Zementmine. Eine. Und hier oben ist ja auch eine. Und da können wir das schon mal hinliefern. Wir haben ja 5 Inseln hier, das macht Sinn. Das heißt, erster Schritt. Und wir gucken mal, was hier noch benötigt wird. Wir können hier auch nochmal Steine mitnehmen zum Beispiel. Hier gibt es ja kein Steinvorkommen. Das heißt, wir packen alles auch nochmal voll mit Steinen. Bis zu 150 kann man ja lagern. Dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas anderes... Haben wir hier oben Steine? Hier haben wir Steine und anscheinend auch eine Steinproduktion. Nee, keine. Aber das sollte trotzdem reichen. Da sind wir mit dem Schiffchen. Wir gucken, ob die Menschen hier noch irgendwas anderes brauchen. An Konsumgütern. Wir könnten ein paar Fische auf Vorrat schicken, aber wir können auch hier in Le Grand Ciel. Ah, das war ein Thema vom letzten Mal. Wir wollten die Fische checken, Kima. Das machen wir jetzt gerade. Das heißt, wir schicken aber erstmal unser Schiffchen mit ein paar Fischen auf Vorrat. Hierhin. Na, nach Le Grand Ciel. Hier geht's bitte schön hin. Und dann bauen wir hier noch eine weitere Fischerei, weil es hier ein bisschen zu knapp ist. So. Alles gut. Ziehen eine Straße rüber. Auch alles gut. Das sollte eigentlich genügen dann. Hier in Le Grand Ciel. Schön läuft. Alles klasse. Liebe Grüße an alle, die hier den Samstag verbringen bei der WB-Community auf Twitch. Und natürlich alle, die sich nachher als Aufzeichnung angucken, auch an euch nochmal liebe Grüße. Live sind 266 Menschen. Ende April 25. haben wir. Und wir spielen, falls Leute von euch später dazugekommen sind oder nicht alles bisher verfolgt haben, mit relativ schwachen KI-Gegnern. Wir sind ja mehr auf gemütlich, entspannt spielen, alles bauen, nachher drum den Rumlaufen aufgestellt, als dass wir ja versuchen, der KI durch Schnellspielen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das heißt, das ist unser halbwegs gefährlichster Widersacher, der immerhin auch dreimal so stark ist militärisch. George Smith, vor den Piraten muss man auch ein bisschen... Oh, eines der Schiffe wird angegriffen, von wem denn? Hier natürlich, klar, das ist die Aufgabe. Die haben wir aber gepackt. Feierliche Musik unterstreicht unseren Erfolg. Liegt irgendwo Plündergut im Wasser? Nein. Trotzdem mache ich mir etwas Sorge, dass wir hier zu langsam sind, weil unser Schiff... Das wir verfolgen halt nicht das Fitteste ist. Also, dass wir geleiten. Das können wir aber nicht beeinflussen. Das ist dann halt so. Nochmal zurück ins Diplomatie-Menü und dem George Smith.
Ich mache mal ein paar gepflegte Komplimente. Was ihm gar nicht gefällt. Unfassbar. Wir sind dick im Plus. Wir könnten ihm ein Geschenk anbieten, nur er will gleich richtig viel. Vielleicht hat er eine Quest für uns. Wir haben ja eine, stimmt. Dann fragen wir bei Jean Lafortune nach, der uns ja mittlerweile halbwegs gut leiden kann. Wir testen mal, ob er für Komplimente empfänglich ist. Und wie immer, ich kann nur sagen, das ist der bärtigste und hübscheste Backenbart, den ich je gesehen habe. Kompliment an dich, mein allerbestester. Ja, das mag er. Ich hab's drauf. Ich bin der Piratenflüsterer. Ein Geschenk geben wir ihm auch noch, alles bestens. Und wir könnten sogar versuchen, ob wir jetzt einen Friedensvertrag bekommen, denn bislang haben wir nur einen Waffenstillstand. Ja, zauberhaft. Für 5-3 machen wir. Wir zahlen immer ein bisschen Geld, schon schnell hoch zu 59. Und wenn wir das halbwegs immer geschickt weiter pflegen, dann werden wir hier keine Problemchen mehr bekommen. Vielleicht sogar Handelsrechte. Und dadurch können wir richtig coole Schiffe von ihm kaufen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, kostet uns 9.000. Nochmal 10 mehr, 69. Jetzt können wir, meine Stimme überschlägt sich vor Begeisterung, coole Schiffe von ihm kaufen. Und Enhalo, bieten wir ein Geschenk an. Das hat dir gefallen. Vielleicht klappt es bei ihr auch mit dem Friedensvertrag. Sie ist ja militärisch auch viel schlechter dran als wir. Mal gucken. Ja, für nur 9.000 ein echter Friedensvertrag mit ihr. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Handelsrechte, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber das ist echt Traum. Das ist ein Traum. Das ist zauberhaft. Ein Geschenk für unseren Willi. Ein Kompliment für ihn. Du lässt dich nicht so leicht übers Ohr hauen, Willi. Bente mag uns sowieso. Das mag ich wiederum an ihr. Das lobe ich mir bei ihr. Und sie fühlt sich daraufhin wiederum geschmeichelt. Alles gut. Das war echt gut. Sollen wir mal gucken gehen? Bei den Piraten der neuen Welt, ob wir da irgend so ein super Schiff kaufen könnten. Geld ist genug da. Richter Kommentar von Tante Mimi. Hier ist er. Jetzt ist das Piratenversteck. Im Augenblick werden aber keine coolen Schiffchen angeboten. Die müssten eigentlich mit Dollarzeichen zu sehen sein. Ihr könnt doch mal hinfahren. Kanonen können wir hier kaufen. Schnaps hätte er gerne. Rum können wir hier verhökern. Und ein paar Items vielleicht kaufen, die uns fitter machen für den Krieg. Ja, kann man bei Gelegenheit mal machen. Haben wir Kriegsschiffe vor Ort? Wir haben den Galdier vor Ort. Judge Dredd, danke dir. Hat an Café Schwarz wie die Nacht, was für ein hübscher Nickname, ein Abo verschenkt. Und mit Galdier flitzen wir mal rüber und gucken mal, ob wir hier irgendwas einkaufen bekommen. Bei Jean Lafortune, wir haben doch jetzt Handelsrechte. Wir fahren ganz dicht mit unserem Kriegsschiff vor seine Nase hin. Schauen mal, ob wir ihn umgarnen können. Wie sieht es mit unserer Quest aus hier vorne? Und wie sieht es mit dem Zement aus? Ja, das hat geklappt. Plus 8 und Geld. Wir waren doch nicht zu langsam. Sehr schön. Und unsere Schiffe sind wo? Das ist das Löwenmäulchen. Okay. Wir wollten immer die anderen Kriegsschiffe suchen. Die Aufgabe erfüllt. Insofern bewachen die den immer noch hier? Nee, ne? Die folgen dem immer noch auf Schritt und Tritt. Das müsst ihr doch gar nicht mehr. Wir haben unsere Bodyguard-Dienste doch schon verrichtet. Dann fahren wir mal hier hin mit denen. Zurück nach Bullseye. Diese schöne Hafengegend und die natürliche Bucht, die es hier gibt. So, wir wollten Zement hier anbauen, abbauen in Le Grand Ciel. Dann hat er für diesen Clipper ja hingeschickt, Horizont. Und entladen hier 10 von den Fenstern. Alles, was wir haben, einen Fisch. Und werfen auch noch ein paar Steinchen über Bord.
Jetzt können wir ja vor Ort eine... die Mine, die wir schon hingerichtet haben, auch ausbauen. Schaut mal hier. Sehr schön. Jetzt wird dort Zement geholt. Die Frage ist allerdings, ob das ausreicht bis da hinten hin. Wir könnten uns vielleicht ja überlegen, ob wir nicht doch noch eine Feuerwache irgendwo dahin setzen, weil bis dahin kommt die sicher nicht. Wir helfen mal ein bisschen nach. Und das Lagerhaus stand da eigentlich für andere Zwecke. Das ist echt ein Stückchen weg. Wir ziehen mal. Wenigstens. Das ist echt sehr lange. Wir setzen das einmal um, weil noch haben wir ja gar nichts hingesetzt. Wir wollten ja, glaube ich, Paprika oder irgendwas wollten wir ja gewinnen. Wir ziehen das mal rüber und hier hin. Dann können wir das an anderer Stelle ja nochmal neu bauen. Begnügen uns erstmal hiermit. Das ist ja auch gut so. Hier kommt dann Zement hin. Zweite Zementmine, die wir bauen wollen. Da gehen wir zum Hafen hin, von Le Grand Ciel. Und schicken jetzt unser Schiffchen mit den 10 weiteren Fenstern auch hier oben hin, bitte. Zu Drecksloch. Einmal Horizont rüber, bitte. Dass ihr dabei seid. Das ist echt schön. Fast 300 Leute jetzt hier. Gute Tradition. Mittlerweile schon nach wenigen Wochen. Der Anno Samstag, durch den wir jetzt entspannt hindurchkommen. Als Chatmods habt ihr ja dabei Franzi, Kieber und Marcel. Wenn ihr dreimal laut nachdenkt, wer von euch ist der glühendste Anno-Fan? Von euch dreien. Wollt ihr euch mal gegenseitig mal ein bisschen miteinander wetteifern? Und so angehen? Kiba. Echt? Bestimmt. Ja, ich würde auch sagen, dass ich Kiba doch schon am meisten mit dem Spiel auskenne. Also, ich habe zwar selber auch Anno und die Franzi, glaube ich, auch, aber die Kiba ist da schon am tiefsten drin. Es ging ja darum, wer es am meisten liebt, aber ich liebe es nicht sehr. So, hier vorne. Öl. Es werde Öl. Können wir die Sachen ja auch schon hinsetzen. Und nachher dann noch ausbauen. Öl war bei der Stadt und dann hier bei dem Strom. Und hier können wir das Teil schon mal hinsetzen. Im Blaupausenmodus. Das ist die Ölraffinerie um die herum. Dann in deren Radius die Ölbohrtürme entstehen werden. Wir schauen mal, ob wir alle vier anschließen können, wenn wir geschickt das machen. Und ich sage mal, ja, das sollte eigentlich klappen. Das sollte so eigentlich der Fall sein. Da brauchen wir auch keine Straßenverbindung übrigens, was wir brauchen. Das sind allerdings Eisenbahnschienen gleich. Gehen die ja richtig raus? Ne, die haben wir natürlich verkehrt gebaut. Ich drehe das Teil mal richtig. So. Ja. Habe ich das verschoben gerade? Ja, das passt nicht ganz. Ich glaube, wir müssen doch eins so hin. Mal gucken. Ja, das ist doch schwieriger, als ich dachte. Und so. Nee, wir kriegen doch nicht alle. So aber, oder? Jetzt haben wir alle vier. Abgedeckt. Jetzt klappt's. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir können es mal probieren. Wir setzen mal die Bohrtürme. Ja, es geht. Die können wir hier alle hinsetzen. Einen. Zu weit weg? Nein, 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 nein. Drei. Wir können nur drei machen. Echt? Geht nicht der vierte? Wir kriegen den vierten nicht hin. Können immer nur drei anschließen. Das ist mal doof.
kann man drehen und wenden, wie wir wollen. Das kriegen wir nicht hin. So hatten wir eben. Nehmen wir die drei unteren. Schnüff. Dann kommen wir aber auch direkt so. Das sieht hübscher aus. Und dann ziehen wir hier schon mal die Eisenbahnlinien runter. Schaut mal. Hier hin. Hier runter. Oh nein, das geht nicht. Mach mich nicht schwach. Wir müssen ja hier runter. Ach, wie doof, dass wir keine Brücke bauen können. Das wäre cool. Die müssen einen riesen Umweg gleich fahren. Das hier müssen wir auch noch Platz schaffen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja hier... Was ist denn das hier für ein schönes Teil? Eine Segelweberei. Ach ja, dann kommt die halt hier hin. Geht hier auch. Und das hier. Die packen wir dann hier hin. Jetzt ziehen wir hier die Eisenbahngleise mal runter. Und jetzt geht's doch, oder? Ja, geht. Sieht aber doof aus. Dann machen wir's. Soll ja auch... Das Auge spielt ja bekanntlich mit. Nichts übers Herz. Das muss so aussehen, das sieht sonst doof aus. Das geht dann bis hierhin erstmal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das andere Schiffchen, Leute. Das müsste mal mittlerweile im Drecksloch angekommen sein. Hier ist er. Clipper Horizont. Clipper Horizont entlädt jetzt die Fenster hier. Oh, hier geht gerade... Ah ne, alles gut. Alles gut. Horizont ist jetzt hier. Genau. Jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt gehen wir hin und bauen auch die zweite Zementfabrik unseres kleinen Reiches. Bei den Verbrauchsgütern. Beim Hafen. Bei den Materialien. Da ist die Zementfabrik. Und die braucht 25 Arbeiter. Die haben wir nicht mehr. Wir müssen erstmal für mehr Arbeiter sorgen. Und Stahl brauchen wir auch noch. Ansprüche haben die feinen Herren hier. Unfassbar. Also wir müssen erstmal mehr Arbeiter hier hinschaffen. Oder überhaupt Arbeiter hier hinschaffen. Das ist Schritt Nummer 1. Und das bedeutet, wenn ihr euch das mir mal anschaut, dass wir ein paar Leute befördern müssen hier. Die haben ja auch alles, was sie brauchen, das geht. Achtung, Drecksloch war bislang ein Dorf und wird jetzt zu einem Drecksloch-Dorf. Wer hat sich den Namen von euch ausgedacht? Ich weiß es definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Drecksloch, hier soll die Schwerindustrie entstehen. Wir haben eine Feuerwehr, wir haben ein Wirtshaus, wo man sich den Namen schön säuft. Und einen Marktplatz. Das ist das Zentrum des Dorfes. Und jetzt gehen wir hier hin und sagen, Achtung. Und hier entstehen jetzt Industriearbeiter. Die ersten. Und die zweiten. Und die dritte. Für Würste müssen wir gleich noch sorgen. Hier, so kommt eins zum anderen. So sieht's aus. Unser Drecksloch hier. Das ist mittlerweile ein großes Drecksloch geworden. So ein mittleres Drecksloch. Jetzt wollen wir hier in den nächsten Schritten dafür sorgen, dass es den Industriearbeitern gut geht. Stahl müssen wir hinschaffen für die Zementmine und so weiter und so fort. Machen wir auch. Kommt in Kürze. Kommt in Kürze.